Hallo und herzlich willkommen auf unserem Bertelsmann Beginners Kanal. Ich bin Sophia und mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Und heute habe ich einen Gast bei mir, und zwar das ist die Pauline. Hallo, ich bin Pauline und komme aus Caen in Frankreich und ich bin wieder in Deutschland angekommen, um ein Praktikum bei Bertelsmann zu machen. Wie Pauline gerade eben schon gesagt hat, ist sie für eine Woche bei mir und arbeitet mit bei mir, kommt mit mir zur Schule mit, erlebt alles das, was ich auch mache. Und wie kommt es eigentlich dazu, dass du hier bist? Ja, meine Schule ist mit dem Goethe-Institut in Paris verbunden und der Goethe-Institut schlägt immer Praktikum bei großen Unternehmen in Deutschland vor und deswegen. Und zwar könnte man ja davon ausgehen, da Bertelsmann ein deutsches Unternehmen ist, dass man es ja auch nur in Deutschland kennt. Aber hat man davon auch schon mal was in Frankreich gehört? Ja, natürlich. Bertelsmann von Namen wird nicht in Frankreich wirklich bekannt, aber es gibt mehrere Fernsehsendungen oder Radios, die sehr bekannt in Frankreich sind und die auch zum Bertelsmann gehören. Genauso wie jeder in Frankreich MCs kennt, kennt ja auch jeder hier in Deutschland RTL. Und RTL hat ja auch Unterhaltungsprogramm von A bis Z, hat Newsprogramme. Ist dann MCs sozusagen das französische RTL oder wie würdest du das beschreiben? Ja, genau. M6 ist wirklich das französische RTL. Es gibt zum Beispiel Programme, die auf RTL sind in Deutschland und die genauen Programme sind auch in Frankreich. Bauer so Frau ist zum Beispiel L'amour est dans le pré und Superstar in Deutschland ist La Nouvelle Star und ja. Nicht nur Fernsehen guckt man täglich, sondern auch Radio hört man täglich. Und wir hier in Deutschland kennen auf jeden Fall sehr, sehr viele Radiosender, die auch von RTL sind. Was hört man denn in Frankreich? Die Franzosen hören am meisten Radio, die News und eine Vielfältigkeit von Programmen vorschlägt. Und zum Beispiel, es gibt die RTL-Radio und das ist die vierte Radio in Frankreich. Pauline, die arbeitet ja nicht nur mit mir, sondern sie geht auch mit mir zusammen auf die Schule. Und wie war für dich der Schultag? Das war interessant, weil die Fächer waren über Arbeitswelt und Unternehmenswelt orientiert und das war wirklich interessant, das zu erleben in Schule und ich habe nicht alles verstanden natürlich, aber das war wirklich interessant. Sophia geht zu einer Schule, die in dem Unternehmen ist und das wusste ich nicht, dass es möglich war, eine Schule in einem Unternehmen. Ich habe dir jetzt ein bisschen was von Gütersloh gezeigt in den letzten Tagen und unter anderem auch von Bielefeld. Wie ist es denn in Caen? Wie sieht es denn bei dir aus? Gütersloh und Bielefeld sind total verschieden als Caen. Caen ist viel schöner als Gütersloh, aber weil es mehr gibt und so weiter. Aber es gibt viele große Unternehmen in Gütersloh und in Caen gibt es nicht so viele Unternehmen. Ich selber war auch schon 2 bis 3 Mal in Frankreich und würde auch immer wieder gerne hingehen. Wie ist es bei dir? Würdest du auch noch mal gerne wieder nach Deutschland kommen? Ja, warum nicht in einen anderen Kontext vielleicht? Vielleicht Studium machen oder sowas. Aber ja, ich reise immer gern nach Deutschland. Merci beaucoup für das Interview. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du das mitgemacht hast.